Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play War Z. Diesmal bin ich nicht allein, diesmal ist der Krypton da, der hat direkt zugeschlagen. Okay. Und mal gucken, wo wir uns denn treffen oder ob wir uns überhaupt treffen. Ich werde wahrscheinlich erst sterben. Ja, ich habe hier einen EU-Server gefunden mit nur 3 von 40 Leuten. Oh. EU-Server, okay, Moment. Ja. Welcher ist das denn? 59. Musste ein bisschen scrollen, so. Oberes Viertel, so. Viertel bis Drittel. Ah, ich glaube, wobei, das ist, glaube ich, nicht bei jedem gleich. Such nach EU-Server 59. Ja, ich gucke. 53. Man kann das auch noch nicht sortieren hier, das ist so ein bisschen doof. Ja. Gott, vielleicht bin ich auch schon. Ne, 58, aber ich bin wahrscheinlich schon 5-mal dran vorbei. Da ist er, 59, 2 Spieler. Jo, also drauf. Join Server. Und ein wunderschöner Ladebildschirm. Ich glaube, das Fieseste, was einem so passieren kann, ist sich einloggen, da alle auftauchen, erschossen werden. Ja, oder so wie ich, will mich ausloggen, hab den Auslog-Bildschirm und werde währenddessen erschossen. Das während, das ist auch sehr gut. Während diesen 10 Sekunden, die ablaufen. Was lernen wir daraus? Nicht ausloggen, oder was? Ja, ich meine, das ist auch eine Taktik, Leute so. Spielen zu halten. Ich bin in der Safe Zone. Ach, du auch? Cool. Warte, wahrscheinlich nicht. Bist du? Ich bin in Goblin Peak Settlement. Oh ne, ich bin da unten in dem unteren Kreis. Castle Pine? Yep. Okay, also ich habe hier ausgeloggt, auch in den Let's Show da. Ich bin in der Nähe von Campus City. Die ist eigentlich relativ groß. Ich versuche mal da irgendwie auf die etwas größere Straße westlich von Devil's Pass zu kommen und die dann zu folgen. Können wir uns irgendwie entgegenkommen. Wir versuchen mal auf der dicken Straße entgegenzukommen. Okay. Ja. Ich bin nur irgendwie verwundet seit gestern. Mich hat ein Zombie geschlagen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Wahrscheinlich Bandagen, oder? Na, kommt drauf an, wenn du nicht infiziert bist, brauchst du Bandagen, ja. Ansonsten, soweit wie ich das jetzt verstanden habe, kann es sein, dass du, wenn du Zombies angegriffen wirst, können die dich auch infizieren. Und dann musst du bei Nachts Zombies jagen, weil die irgendwie so komische Zellen haben, mit denen man so ein Gegenzeug herstellen genau, kann. Die Stammzellen, ja. Ich habe hier schon so ein bisschen durchgeguckt. Ja, ich habe die Bandage jetzt genutzt. Ich habe jetzt zumindest wieder die Hälfte vom Kopf voll. Ich bete jetzt einfach mal, dass ich aus der Safe Zone rauslaufen kann, ohne direkt erschossen zu werden. Ach ja. Ich meine, es ist ja klar, ne? Also man startet eine Zombie-Apokalypse, aber man hat natürlich als allererstes eine Dose Cola und einen Müsli-Riegel dabei. Ja. Das nenne ich mal einen motivierenden Start. Dass man beim Karten gucken stehen wird, ist auch so eine Sache. Ja, das ist relativ doof, das habe ich gestern auch schon festgestellt. Kennst du denn auch die Serie? The Walking Dead oder? Jupp. Und? Ja, das war auch ein Motivgrund. Ja, aber ich mag Zombie-Spiele allgemein, deswegen. Ja, nicht unbedingt. Nur ich fand dieses Szenario von der Serie relativ geil. Beziehungsweise wie es rübergebracht wurde, ist ja doch relativ ernst rübergebracht. Fand ich irgendwie geil. Ja, wobei Shaun of the Dead auch sehr witzig ist. Was ist das? Ist das der Film? Ist das der Splatterfilm? Nee, der Splatterfilm wird nicht sehr. Nee, das ist so die. Ja, wie nennt man's? Hommage daran. So schön lächerlich gemacht, der Hauptcharakter will gar einfach gar nichts. Alter, das dauert aber. Die Augen- und Ohrleiste ist auch witzig.
Ja, die verstehe ich auch nicht so richtig. Ich weiß, dass sie Ja, doch, relativ schnell hin und her wackelt. sie ist auch relativ wichtig, muss man sagen. Was, das wird wahrscheinlich irgendwas mit Zombies zu tun haben, die in der Nähe sind, aber so richtig habe ich es noch nicht verstanden. Ja, es ist dein Sichtbarkeitsgrad und dein Geräuschgrad, den du zurzeit verursachst. Auf das reagieren halt Zombies. Und auf einen Geruchskreis von 25 Meter oder so, wenn ich es richtig habe. Ah, okay, dann habe ich es verstanden. Im Prinzip die Augenleiste, wenn sie voll ist, die war gerade bei mir voll, hat damit zusammengehangen, dass ich wahrscheinlich mitten auf die Straße gelatscht bin. Richtig, und dann sehe ich die Zombies natürlich äußerst schnell. Meine FPS Jo. kraxeln bei 20 rum. Auch gut. Ja, die ist wirklich übelst. Also den Rechner, den ich jetzt habe, der ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Das ist der neue i7 auf Sandy Bridge. Also 60 FPS ohne Aufnahme. Sobald ich die Aufnahme starte, jetzt bin ich bei 25. Also das ist schon Mir fällt richtig gerade übel. auf, dass wir Deutsch auf dem Server haben, nur. Woran hast du das gesehen? Im Chat, die sprechen alle Deutsch. Ich habe noch So. kein, ich habe keinen Chat. Achso, warte mal, ich Ich bin bei hatte so ein Global-Chat. Promixity. Wie komme ich in den Global? Wie mache ich das? Oh Mann. Da habe ich jetzt echt keine Ahnung von. Ja, weil man hat ja keinen Mauszeiger, man bewegt sich ja. Da unten ist ein kleiner Ort. Soll ich in einen kleinen Ort gehen? Oh, Tür klingelt. Goddammit. Ja, ich stelle mich hier hin und bete, dass mich in der Zwischenzeit keiner findet. Ganz kurz Afk. Ejo. Ja, in der Zeit gucken wir mal, dass wir zu der Straße kommen. Campus City haben wir schon mal erreicht. Das ist ja auch interessant, der Turm da. Ist das ein Turm oder ist das ein Hochhaus? Oh Mann. Oh, ich lebe noch. Schön. Ja, das ist schön. Wieso bist du tot? Ja, wobei der Server ist jetzt schon voller. Ich hoffe nur, dass mich Ja. keiner sieht. Ich weiß nicht, ob du mein Video gestern ganz geguckt hast. Auf jeden Fall, als ich durch die Stadt gelatscht bin. So mitten auf dem Weg zu diesem Safe Point habe ich auf meine Schüsse gehört und habe gehofft, dass sie mich da keiner Genau. erschießt. Wir haben da ja wohl irgendwie gerade Zombies gejagt. Ja, ich habe heute Morgen das Video durchgeguckt. Okay. Okay, da vorne ist ein Zombie. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden die so kassieren können. Also ich habe, bevor ich die Aufnahme Zombies gemacht habe. sterben nur, wenn du den Kopf triffst, sonst nicht. Ja, aber ich hab's angetestet. Ich habe da irgendwie so einen Zombie mal mit der Taschenlampe versucht zu vermöbeln. Also ich habe ungelogen eine Minute auf den eingeprügelt und ist nichts passiert. Dann hast du auch den Kopf nicht richtig getroffen. Du musst eine Okay. fatale Kopfwunde verursachen mit der Taschenlampe, damit der Ja Zombie gut, dann ist mir umkippt. so eine Mini-Mac-Lite sehr schwer. Das ist wie mit Wattebällchen werfen. Ja, Stirb, Zombie! genau. Wo bist du jetzt mittlerweile so ungefähr? Also ich habe jetzt gleich die Hauptstraße erreicht. Ich sehe auch, wie die Straße über dieses Dörfchen hinausgeht. Wie spät haben wir jetzt überhaupt? Okay, 5:15 Uhr. Ja, ich bin schon so ein Stückchen auf der Straße. Natürlich ohne Taschenlampe und so. Ja, sicher, sicher. Ja gut, also ich bin jetzt Campus City, im Prinzip genau an der Ecke, wo Stadt zur Straße wird, quasi so an dieser Ecke zu diesem Berg. Ist gerade ein bisschen Okay, blöd zu erklären. ich bin jetzt so auf halber Strecke zwischen der Settlement und dieser ersten Abmündung von der breiten Straße, da die Ah, so ein bisschen okay, ja. gezackt runter geht. Ja gut, da ist halt ja noch ein Stückchen. Ich meine, die Map ist ja auch nur so ein bisschen groß. Oh, eine Länge 16, ne Quatsch, 40 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, 14 Kilometer knapp. Das ist einiges. Weil die nächste ja dann irgendwie um die 400 Quadratkilometer groß sein soll. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Sie sollen noch größer werden insgesamt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so kommt. Auch irgendwie, ob da
jetzt Ich weiß. irgendwelche Gefährte kommen. Gefährte, also Fahrzeuge. Ich habe es jetzt nur so mitbekommen, was so die nächsten Maps sein sollen. Also die zweite Map soll ja auch noch so ein ländliches Gebiet sein, wie das hier so ein bisschen, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann soll eine kommen, die New York nachempfunden ist. Das stelle ich mir auch sehr witzig vor. Und Paris. Ja, und Paris hinterher. Tja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Ich gehe entweder direkt die Straße lang oder ich laufe über den Berg. Devil's Pass steht auf der Map. Ich sehe nur, dass da oben irgendwie so ein riesen Funkturm oder so ist. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, da lang zu laufen. So mitten auf dem Berg. Gibt es ja auch eine Konstruktion, mit der man so ein bisschen auf dem Boden rumkracheln kann? Das müsste Y sein, warum? Y? Ja, ist wie bei Battlefield. Ah, okay, ja, ich hab's. Ja, nur für den Fall, dass das Gebiet ein bisschen zu frei wird, wenn man sich auf den Boden legt und durch das Gras kriecht, wird man dann doch ein bisschen weniger gesehen. Ja. Also gerade so Realismus-Effekt, den das Ganze hat, macht das ja so schön, dass es einfach so lange dauert, irgendwo hinzukommen. Der Server wird langsam richtig voll. Ja, nichts anderes zu erwarten, oder? Okay, ich bin also jetzt an diesem Funkturm. Glaube, ich habe so eine Art Funkturm. Ist das ein Funkturm oder ist das ein fieser Baum? Ja, das ist ein fieser Baum. Ja, nee. Darum habe ich noch nicht in Reichweite, ich lasse stehen Bäume vor. Na, da wird wahrscheinlich auch ein riesen Hügel zwischen sein, den ich jetzt von hier Ja, auf sehe. den könnte ich gerade zulaufen. Ah, ich glaube, das dauert noch, bis wir uns treffen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wie die das dann machen, sich im Chat abzusprechen, wo man sich treffen will. Das ist ungesund, ja. Also. Es gibt ja so ein paar Dinge zwischen dumm und dämlich, aber. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch Oh nicht, wie Gott, jetzt oft du kommt die Sonne das. raus, das ist natürlich sehr uncool. Hier für die Warum? Straßenseite, da sind mehr Bäume. Ich weiß ja nicht, wie oft du das spielen möchtest, aber wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir die beiden Chars dann irgendwie auch zusammenspielen lassen, sonst irgendwie jedes Mal wieder zusammenlatschen zu müssen, das ist irgendwie sehr ärgerlich. Da hatte ich auch schon überlegt, ich meine, ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man einfach sagt, ungefähr die Uhrzeit, wenn man aufnehmen möchte oder so. Wenn man die so Ja, ungefähr ich. hat, kann man da sicherheitshalber so 2, 3 Stündchen vorher schon mal ausloggen und einen anderen Charakter spielen. Ja. Wenn es dann zumindest auf der sicheren Seite ist, wenn beim Ausloggen getötet wird, dann ist der Charakter immerhin da. Na gut, mit dem anderen Charakter bin ich in einem nördlichen Settlement. Das wäre jetzt genauso doof gewesen. Da waren Geräusche. Wo waren die Geräusche, die ich nichts mögen? Ja, wobei es gibt hier auch einige Soundeffekte, die sollte ich, glaube ich, irgendwie einfach nur erschrecken. Die kommen irgendwie so total Davon hatte ich auch unerhofft. schon ein paar, aber das andere hat sich jetzt gerade angehört, wie so umknickendes Gras, Äste, bla bla. Da vorne sind zwei. Zwei Ich wusste Zombies? es. Nein, zwei Typen. Okay, dann gucken wir, Ich dass wir da wusste, ich habe was irgendwie. gehört. Ja, nee, die ignorieren mich getrost. Ich glaube, die sind genauso wenig equipped wie ich. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, mit dem Flashlight niederzuprügeln, aber das lasse ich lieber. Ich will nicht schon am Anfang unfreundlich sein. Jetzt habe ich auch noch Vögel. Was soll denn das? Ich sehe keine. Geht weg. Ich crouch mal vorsichtshalber, bis die weg sind. Ah, da hast du dich mal hingelegt und dich seitwärts bewegt, das sieht ja mal ultra witzig aus. Nee, hab ich nicht. Probier das mal aus. Okay. Es hat was. So Crab Walk im Liegen oder so. Ich weiß gerade absolut nicht, ob ich jetzt auf der Straße weiterlaufen soll oder lieber hier so ein bisschen oberhalb.
Boah. Wo bist du ungefähr? Etwas östlich auf Hill Ranch, also auf der Straße. Ja, ich bin gleich an der Kreuzung, diese zwei etwas die höheren Ich sag mal Straßen so, zusammenlaufen. ich sag mal so, ich bin an der Ecke, unterhalb Straße Hill Ranch, da wo die Kreuzung zu Mountain Crest kommt, kurz vor der Kreuzung bin ich. Kreuzung zum Mount Crest. Okay, dann müssten wir eigentlich auch hier ungefähr sein. Also ich bin jetzt auf dem Stück zwischen dem kleinen abgehenden Weg nach Mountain Crest und zwischen dem Zusammenlauf der zwei größeren Straßen. Ah, okay, da bin ich auch. Also ich bin jetzt im Prinzip genau zwischen Hill Ranch und Devil Pass. Ungefähr an der Straße. Also nicht auf der Straße, sondern an der Straße Richtung, eher auf Richtung Devil Pass. Also auf der rechten Seite der Straße. Von deiner Laufrichtung her rechts, ne? Genau. Okay. Auf der Seite müsste ich jetzt eigentlich auch laufen. Okay, bist du unten an der Straße, weil dann würde ich jetzt mal runterkommen. Ach, du bist oben auf dem Hügel. Ah, okay. Ja, genau. Siehst du mich? Nee, aber dieses Kommentar, du bist unten an der Straße und der Hügel neben mir hat mir so die Alter, Assoziation ist der gegeben. Fallschaden übel. Hoho. Hast du dich gerade fast umgebracht? Ich bin nur ein kurzes Stück runtergerutscht und hab, ja, bis zur Brust bin ich jetzt. Also ich war Hälfte Kopf, jetzt bin ich unter und ja, aua. Okay, also ich bin jetzt an der Straße. Ich hier auch an der Straße so ein bisschen rum. Und von den Dimensionen sind ja sowieso noch so ein bisschen schwer Also wo einzuschätzen. bist du jetzt ganz genau? Ja, warte. Ich bin jetzt ziemlich mittig auf dem Stück zwischen dem Weg nach Mountain Crest und der Kreuzung Richtung, ja, Camo City oder die größere Stadt da. Ja, okay. Ja, dann müssten wir fast gleich sein. Also im Prinzip zwischen Hill Ranch und Devil Pass, das Straßenstück, ne? Genau das. Hier Okay. unten so auf diesem schmalen Stück bin ich Okay, dann irgendwo. laufe ich nochmal ein Stückchen weiter. Und du bist auf der Straße. Oder so gut wie auf der Straße. Ich glaube an der Straße bin ich fast an der Kreuzung. An welcher Kreuzung? Richtung. Ich glaube, entweder sind wir aneinander vorbeigelaufen. Also ich bin jetzt fast an der Kreuzung Richtung Camo City da hoch. Okay, dann sind wir wirklich vielleicht aneinander vorbeigelaufen. Ich Schau würde ich mal noch mal ein sagen, Stück zurück. wir treffen uns an der Kreuzung. An der großen Kreuzung, okay. Ich muss mal kurz die Katze raus, das nervt gerade. So, also, an der Ich bin jetzt Kreuzung an der Kreuzung. Richtung Campus City, ja? Yep. Also wenn du jetzt die Straße weiterlaufen würdest, läufst du Richtung Campus City. Genau. Okay, dann sollte Oder ich ja wahlweise an. halt die Schlängelchenstraße in die Richtung von Fluss da drüben. Richtung Camp irgendwas. Yep. Genug, ja, dann Genau müsste ich an dich der jetzt. Kreuzung. Ich liege zwischen den Steinen irgendwo rum. So. Ich stehe nicht, ich liege hier im Und Gras. du heißt wie? So wie im TS, also Krypton mit den lustigen Xen überall dran. Okay. Bin ich auf dem richtigen Server? Die Frage Ich stelle ich mir auch gerade. sehe dich nicht im Tab. Moment mal kurz. Sehe ich dich im Tab? Ich logge mal kurz aus. Das wäre natürlich dann lustig. Na Das wird gut, auch erklären. Das dann stehen wir würde zumindest an der gleichen Stelle. Dann können wir beide ausloggen und einen ja. neuen Server suchen. Das würde erklären, warum ich keinen Text gesehen habe, kein Englisch. Ich meine. Deutsch, Entschuldigung. Okay, ich guck mal kurz nach dem Server. Ausloggen geht wo? Einfach auf Quitto oder was? Ja, genau. Quit, okay.
Dann müssten wir ungefähr an der gleichen Stelle stehen. Wir müssten uns da ja wieder rein theoretisch einloggen. Ja, ich gucke gerade mal nach einem etwas leereren Server. 9, 5. 5 ist doch gut. US-Server Disconnecting in 5. 3, 2, 1, Disconnecting soon. US-Server 5 sind gerade 5 Leute drauf. Und ja, das hört sich gut an. US-Server? 5, ja. Ja, jetzt muss erstmal mein Bildschirm wieder laden. Ja, willst du nochmal einen neuen YouTube-Start machen dann, wenn wir jetzt ungefähr an der gleichen Stelle sind? Lass mal kurz schauen. Ja, das können wir mal machen. Moment. Also ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge.